So, hallihallo Freunde, zu einem neuen Video. Ich präsentiere euch jetzt mal einen ersten Eindruck von einem süßen Spiel, das heißt Adios Amigos GX. Das ist auch auf Deutsch verfügbar, wobei jetzt irgendwie der Text teilweise immer noch auf Englisch ist, aber egal. Wir spielen es mal, ich spiele es bei Steam mit Controller und das scheint sehr Multiplayer-lastig zu sein. Multiplayer kann ich jetzt gerade nicht bieten, aber alleine schaue ich mir das jetzt mal an. So, wir haben hier den Erforscher. Wir können offenbar hier nichts wechseln. Wir haben nur den Erforscher. Andere Player haben wir. Ich hoffe, das kann man auch alleine vernünftig spielen. Also ich spiele es jetzt gerade wirklich zum ersten Mal. Auch hier beim Raumschiff haben wir keine Wahl. Wir können Kampagne oder Entdeckung machen. So, Spielbeginn. Spielbeginn. Einführung. Start. Spielbeginn. So, jetzt beginnt das Spiel auch. Wollen wir mal sehen. Achtung an alle Passagiere. Ich hoffe, die Aufnahme läuft flüssig. Bin mir gerade nicht so sicher. Ah, dies ist eine Ansage von Sing, dem Navigationscomputer ihres Schiffes. Oh, sie siezen mich. Das finde ich schön. Ich weiß, jetzt duzt sie mich. Sehr inkonsequent. Ich weiß, dass du für eine vollautomatische Fahrt bezahlt hast. Und das war es auch irgendwie bis jetzt. Allerdings erleben wir derzeit eine Reihe von... Es wurde ein Problem. Fehlercode. What? Hey, you are, wo war ich? Ach ja. What the fuck? Wir erleben eine Serie von katastrophalen Systemausfällen, aber es ist absolut nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Deshalb bitten wir alle, ihre tragbaren Scanner zu benutzen, um Sterndaten zu erfassen, die mir die Diagnose des Z-Drive zu erleichtern. Das ist kein korrektes Deutsch. So, wir sind derzeit in Zero-G-Schwerelosigkeit, also bitte vorsichtig sein. Bitte hilft mir beim Scannen plus pulsierender Scannen pulsierender Objekte, indem du Wände hochkletterst. Aha. So, wir können laufen und springen. Ich kann auch. Muss ich mit dem Stick spielen oder kann ich auch mit dem. Ne, ich muss mit dem Stick spielen. Ich mag es nicht, 2D-Spiele mit dem Stick zu spielen. Ich mag da lieber das Steuerkreuz. Oh. Was heißen die ganzen Werte? Sterben, Blitz. Energie um minus 3 Grad Celsius, das verstehe ich. Oh. So, hier ist ein Telefon, oder was? Was machen wir da jetzt? Nee. Wo muss ich jetzt hin? War sehr interessant mit der Schwerkraft, dass man sich wirklich man zusehen muss, dass man quasi einen Boden unter die Füße bekommt. Ah. Was ist das? Das hat uns 100 Gigas aus. Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Maschinengewehr. Nein, ist es nicht. Da blinken. Ah, wir haben ein Jetpack. Ah, das ist der Weg. So. Fühlt man sich doch ein bisschen mandalorianisch direkt. Set-Antrieb ist offline. Aber wir haben hier die Bubenboxen angemacht. Verarbeitung läuft. Beurteilung. Ein Asteroidensturm kommt auf uns zu und da der Z-Jump-Antrieb nicht funktioniert, haben wir keine Möglichkeit zur Flucht. Ich werde mich selbst hochladen und im begleitenden Versorgungsschiff installieren. Das fände ich gut, wenn meine YouTube-Videos sich auch selbst hochladen würden. Ich schlage vor, du machst das auch. Evakuiere! Oh, es wird der Imperativ benutzt. Z. Sofort evakuieren, ja. Kann ich das Sofa hier mitnehmen von Tante Ethel? Wo muss ich denn hin? Hilfe! Ah! Ah! Jetpack ist aus. Legt ab! Meine Güte! Bin ich gerade zu schlecht oder gehört das zum Spiel dazu, dass man jetzt hier Probleme bekommt? Ah! Wo sind wir jetzt? Game over. Ah! Okay, es gehört ja scheinbar zur Storyline dazu. Oh, nein, nein! Ist das der Todesstern? Oh, ein Überlebender, wunderbar! Hier ist wieder Sing, dein Navigationscomputer. Ich spreche mit dir über Helmnet-TM, dem preiswerten Helmnetzwerk.
Ihr Lebensform scheint Schwierigkeiten mit dem Hochladen und Installieren zu haben. Also fing ich an, mir Sorgen zu machen, dass ich der einzige Überlebende bin. Ich bin im Versorgungsschiff, das ebenfalls auf diesem Planeten stürzte. Dieses Schiff kann uns hier herausbringen. Du solltest hierher kommen. Okay. Wir sind wieder... Ausgezeichnete Initiative. Scanne weiter pulsierende Objekte. Jedes Objekt, das du scannst, füllt den Sternenzähler auf. Benötige Sterndaten, festzustellen, wo wir uns befinden. Also wenn das gerade ein bisschen unrund läuft, dann liegt das aber nicht an dem Spiel, sondern an meinem Laptop. Deswegen will ich mal einmal gerade gucken. Ah, ich komme jetzt ins Hauptmenü zurück. Ne, man konnte verschiedene Grafikeinstellungen testen. Da wollte ich eigentlich mal gerade gucken, wie es mit anderen Einstellungen läuft. Aber egal, das spielen wir einfach weiter. Also wie gesagt, wenn es hier performance-technische Probleme geben sollte, was ich nicht hoffe, dann liegt es an mir, nicht an dem Spiel. So. Oder vielleicht liegt es auch an dem Spiel, dass es mein Laptop zu sehr überfordert, aber naja. Um einzusteigen, drücke Y neben dem Raumschiff. Oh, jetzt können wir fliegen, völlig losgelöst von der Erde. Unglaublicherweise hast du es an Bord was soll das denn heißen? Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Das Raumschiff wurde hauptsächlich für Wartungsmissionen eingesetzt. Das ist ein Junge. Er ist in gutem Zustand für sein Alter und mit einem Sie-Antrieb ausgestattet. Er sollte uns also nach Hause bringen können. Z-Antrieb. Mal Deutsch sprechen hier. Und zu diesem Thema. Ich scheine unsere Position verloren zu haben, als ich mich in diesem Schiff installiert habe. Es gab eigentlich keinen Platz für die Sternendatenbank in diesem winzigen Schiffscomputer. Ich habe irgendwie den gesamten verfügbaren Speicherplatz verbraucht, als ich mein Ego übertrug. Geht mir auch immer so. Ich sollte jedoch in der Lage sein, einen Kurs zu unserer Heimatwelt zu berechnen, wenn wir genug Sternendaten erfassen. Also lass uns dieses Schiff benutzen, um mehr Sternendaten in diesem Sonnensystem zu finden. Hat so ein bisschen was von Mario Galaxy, aber auch nur ein bisschen. Immer wenn ich spiele, was mit kleinen Planeten zu tun, dann denkt man immer irgendwie an Mario Galaxy. Also zeigt mal, was Mario Galaxy für einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Drücke und halt ab mit... Was? Nicht so schnell. Ich verstehe, das muss ein Scherz sein, du hast das Schiff jetzt abwärts gerichtet. Das ist die unmögliche... Oh, so, das Schiff richtet sich, halte weiter, drücke sanft, RT, sanft. Ich bin nicht gut, bin nicht gern sanft. Oh, wir haben 50 Grad Celsius. Halte weiter. Ah, fliegt sich aber geschmeidig. Geschmeidig wie eine Katze. Oh, in die Weiten des Weltalls. Oh, das ist ja interessant. Ah, die Sonne. Im Weltraum deine Dynamik beizubehalten. Mache Kurskorrektur mit Stick plus RT. Um zu bremsen, halte L linken Stick in die entgegengesetzte Richtung deiner Flugbahn. Auch interessante Flugmechanik, Steuerung. Halte weiter linken Stick und brenne den Thruster mit RT, um zu bremsen. What? Also man bremst quasi, indem man in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt. Bei der Fahrt mit niedriger Geschwindigkeit wird deine Flugbahn die Gravitationsfelder der Sonne und Planeten umkreisen. Um zu bremsen, halte den linken Stick in die entgegengesetzte Richtung deiner Flugbahn. Halte weiter linken Stick, brenne den Thruster mit RT, um zu bremsen. Autopilot, Autopilot. Die Flugbahn zeigt dir, wohin das Raumschiff reisen wird, wenn du nichts tust, außer zu warten. Interessant. Sehr gut. Die Flugbahn zeigt, dass du dich einem Planeten nähern wirst, wenn du wartest. Warten wir doch mal. Zu viel hibbeliger Text hier. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen navigieren jetzt. Ah, interessant. Dann zoomt er rein. Achtung, jetzt nicht eine Bruch. Jetzt nicht eine Bruchlandung. Was ist das hier? Pong? Jetzt eine geschmeidige Landung. Geschmeidig. Boom. Interessante Landetechnik. Verstehe es nicht falsch. Bitte beachte den Schraubenschlüsselindikator des Raumschiffs. Wenn er 0 erreicht, wird das Schiff zerstört. Das wäre für alle Beteiligten sehr unangenehm und schmerzhaft. Erforschen wir diesen Planeten, weitere Sterndaten zu erfassen. Du kannst im Schiff bleiben und nah an pulsierende Objekte fliegen, um diese zu scannen. Du kannst aber auch das Schiff mit Y verlassen und zu Fuß erforschen. Viel Glück! Okay. Alles einmal anfassen.
überall unsere dreckigen Finger mal einmal dran halten. So, schöne Grafik auch. Wenn der Sternzähler oben links voll ist, habe ich ausreichende Daten, um einen Z-Sprung zu einem anderen Sonnensystem zu planen. Ist das sowas wie Hyperraumantrieb? Jeder Z-Sprung bringt uns ein Lichtjahr näher nach Hause. Wir müssen viele Lichtjahre zurücklegen, um nach Hause zu kommen. Ja, wir können auch nach Hause telefonieren, oder? Versuchen wir also den Z-Sprung. Player 1, du solltest in das Raumschiff einsteigen. Ach ja, man bedenke, dass das ja eigentlich auch ein, wie gesagt, sehr Multiplayer-lastiges Spiel ist. Nur weil wir jetzt hier irgendwelche Container angefasst haben, haben wir jetzt irgendwelche Punkte gesammelt. Du musst im Weltraum fliegen, um einen Z-Sprung durchzuführen. Ein Lichtjahr, Achtung! Oh, sie können nicht mit den Thrustern beschleunigen, während der Z-Sprung-Countdown läuft. Nochmal versuchen. Das ist der Weg. So. Treffen wir jetzt auch mal auf andere Lebensformen. Oh. Einmal Schmeidi. Ich kann nichts drücken und wir haben ganz schön eine Bruchlandung hingelegt. Um diese Reise fortzuführen, brauchen wir Blitze. Momentan haben wir fast keine Energie mehr. Es ist der Energiealarmton, den du hörst. Wenn uns die Energie ausgeht, wir werden komplett gestrandet sein. Warum sprichst du jetzt wie Yoda? Dann ist das Spiel für uns vorbei. Bringen wir einige Frachtstücke zum Schiff, um den Blitzzähler wieder aufzufüllen. Player 1 verlässt das Raumschiff. Warum sagt er vorher schon, was ich mache, bevor ich es überhaupt getan habe? Planet sieht aber sehr ähnlich aus. Nimm ein Frachtstück mit X auf. Bringe das Frachtstück zum Schiff, um die Energie aufzuladen. Ausgezeichnet. Nun such mir etwas mehr Frachtstücke. Jawohl. Ergreife. Das ist ja ergreifen. So, ziehe mit A. Drücke X nochmal, um zu lösen. So, was ist das hier? Ein Rinderherz, oder? So. Ah, das fühlt sich so gut an. That's what she said. Mehr Frachtstücke, bitte. Was ist das denn hier? Ein ordentliches Stück Fleisch. Ugh. Sehr interessantes Spiel. Für alle Sci-Fi-Freunde mit seichtem Jump-and-Run-Touch. Gespannt, was man hier noch alles so erkunden kann. Und ja, wahrscheinlich ist das jetzt mit, wäre das mit mehreren Spielern um einiges unterhaltsamer. Ne? Muhahaha, massive Energieströme durchfließen meine Kreisläufe. Geh und besorge mir mehr Kraft, du kümmerliche Leben. Was ist denn jetzt mit der Größenwahnsinnig? Tut mir leid, ich habe es etwas übertrieben. Er redet wie ich. Ich sollte wahrscheinlich später ein paar Diagnosen durchführen. Wir sollten jetzt genug Energie haben, um mit dem Schiff zu fliegen. Player 1, let me holler at your player. Du solltest in das Raumschiff einsteigen. Leuchte zielen, was? Ah, im rechten Stick. So, Y. Brauche zusätzliche Sterndaten, um den Z-Sprung zu planen. Du musst den zweiten Planeten in diesem Sonnensystem erkunden, aber zuerst werde ich dir ein paar nette Dinge zeigen, die dir helfen werden. Verwende Steuerkreuz abwärts, um manuell zu verkleinern. Vergrößere etwas mehr. Verwende Steuerkreuz nach oben oder unten zum manuellen Ändern des Vergrößerungsschritts. Die Kamera gibt den manuellen Vergrößerungsmodus an. Halte LT gedrückt für schnellen Zeitvorlauf. Je stärker du drückst LT, desto schneller vergeht die Zeit. Spricht schon wieder wie Yoda. Wie funktioniert das? Es ist vor allem Placebo. Halte LT gedrückt für schnell. So. Und jetzt? Freies Zooming mit rechtem Stick aufwärts, abwärts. Verwende den rechten Stick zum freien Vergrößern oder. Okay. Wenn du fertig bist, drücke LB zum Kamera. Was? Und kehre zur automatischen Kamera zurück. Erkunden wir den anderen Planeten in diesem Sonnensystem. Also Übersetzung müsste noch ein bisschen Feinschliff vertragen. Jeder Brennstoß des Raumschiff-Thrusters kostet Energie, sei daher vorsichtig.
Fliege zum zweiten Planeten im Sonnensystem. Tipp, starte von der dunklen Seite des Planeten, um einen Start in die Sonne zu vermeiden. Dunklen Seite ist immer gut. So. Nicht in die Sonne, um zu bremsen. Ja, ich weiß. It's getting hot in here. Nein, falsch. Es ist echt tricky zu steuern. Nein, falsch, 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 falsch. Das Bremsen ist echt. Man hat ja keine richtige Bremse. Man hat nur eine Bremse, indem man in die andere Richtung Gas gibt. Das macht das echt tricky, richtig. Dafür war es relativ geschmeidig. Eine seidenglatte Landung. So, Autoscan fortsetzen. Jetzt packen wir diesen Stein mal einmal an. Ausgezeichnet, du hast unsere Energiekrise gelöst und genug Sterne gesammelt, um den nächsten Z-Sprung zu machen. Bitte fahr mit dem Z-Sprung fort, sobald du bereit bist. So, Player. Zwei Lichtjahre können wir jetzt springen. Let's go. Sieht auch ein bisschen wie Terraria aus, oder? Ah! Die Kupplung, die Energie in dein Jetpack überträgt, funktioniert nicht richtig. I bleibe hier. Jetzt spricht er bayerisch. Und werde versuchen, sie zu reparieren. Du solltest in der Zwischenzeit nach Entdeckung und Fracht suchen. So, jetzt plündern wir hier fremde Planeten. Und versklaven die lokale Bevölkerung. So, abholen. Einmal abholen, bitte. Ist wie bei Lieferando. Kommen wir jetzt aber nicht mehr hoch. Spaßiger Fakt. Hast du gewusst, dass 7 aus 10 Weltraumflugfehlern von der Mannschaft begangen werden? Wir Computer versuchen uns jeglichen Situationen anzupassen, in die ihr Astronauten uns versetzt. Es scheint, dass es schwierig sein wird, dich und die Ladung zurück zum Schiff zu bringen. Zum Glück habe ich die Lösung. Wenn du jemals feststeckst und nicht zum Schiff zurückkommen kannst, benutze die Fernbedienung. What? Das funktioniert so. Halte Y gedrückt, um das Schiff fernzusteuern. Ja, jetzt kommt sicher der Koop-Aspekt des Spiels zum Tragen, was ich jetzt alles alleine machen muss. Spieler 1, fliege das Raumschiff über Fernbedienung und hole dich selbst ab. Und man kann sich hier selbst abholen. Hallo? So, Fernbedienung stoppen. Gut gemacht. Wenn du jemals irgendwo stecken bleibst, kannst du stets die Fernbedienung verwenden. Das hätte auf der Wii erscheinen sollen. Indem du Y gedrückt hältst, versuche dir das einzuprägen. Player, so solltest du in das Raumschiff einsteigen. Sollen wir nicht noch mehr sammeln? Wir haben doch noch gar nichts gesehen hier. Sei außerhalb des Schiffs vorsichtig. Hohe Temperaturen, Meteore können Schreckliches mit dir anstellen. Schreckliche Dinge wirken sich auf den Herzzähler aus. Wenn etwas Schreckliches passiert ist, komm in das Schiff zurück. Sobald du sicher im Inneren des Schiffs bist, kann der Autodoc-TM dich heilen. Es scheint, als hättest du noch ein paar blaue Flecken seit dem Absturz. Halte B gedrückt, um zu heilen. Heilung kostet Energie. Mag das Geräusch. So, das Raumschiff muss repariert werden. Und ich mache dir deswegen keine Vorwürfe, das ist sehr freundlich. Denn das würde offensichtlich meiner Programmierung widersprechen. Dafür hast du eben aber andere Töne angeschlagen. Höre genau zu und ich werde dir beibringen, wie die Reparatur des Raumschiff-Dings durchgeführt wird. Halte B neben dem Schiff gedrückt, um es zu reparieren. Reparaturen kosten Energie. Einmal ein bisschen schweißen und löten. Okay, gut. Deine Reparaturen haben auch die defekte Jetpack-Kupplung wieder instand gesetzt. Lade in Zukunft die Jetpack-Energie auf, sobald du zum Raumschiff zurückgehst. Besteige das Raumschiff, um dein Jetpack wieder mit Energie zu laden. Wenn du mit Y aussteigst, leiht sich dein Jetpack aus Energie aus den Reserven des Raumschiffs. Es leiht sich die nur. Interesting. Fliege mit dem Jetpack, verwende dabei RT. So.
Fliege mit dem Jetpack, verwende dabei L und RT. Treibstoff ist alle. So. Nein, nein, nicht den Container. So, den Stein. Aber den Stein können wir ja nicht wegziehen. Wir müssen zurück zum Raumschiff. Können wir den Stein hier runterrollen? Ja, können wir. Interessante Physik. Ah. Ein paar große Sprünge machen hier. Aber wie komme ich denn jetzt zurück zum Raumschiff? Das wird ein bisschen schwierig. Müssen wir mal ein bisschen Anlauf nehmen. Minus 13 Grad? Oh. So nicht Körpertemperatur, oder? Ah, hier kommen wir nicht hoch. Scheiße. Jetzt läuft das Spiel aber auch doch ein bisschen unrund. Ich sollte mal die Grafikeinstellung etwas reduzieren. Ich hatte es halt auf volle Pulle gestellt. Wie kommen wir denn? Wir kommen jetzt. Ach, ich kann ja. Ich trottel. Ich kann ja Fernsteuerung machen. So. Was ist, wenn da auch die. Wenn da auch der Saft leer ist? Einmal landen, bitte so. Ich ein Service. Sammle genug Sterne, um einen Zeitsprung durchzuführen. Vergiss nicht, den Jetpack oder die Fernbedienung zu verwenden, falls du irgendwo hängen bleibst. Eine Entdeckung mit, was kann nur mit einem tragbaren Scanner eines Astronauten gescannt werden? Ach, dieser Stein. Verstehe. Ergreife mit X. Sehr ergreifend. Ziehen, ziehen, ziehen. Da ist ein Satellit. Oh, uns geht der Saft aus. Ah. So, jetzt haben wir den Satellite hier auch. Lena Meyer-Landrut. Gefällt das? Und den Stein hier ziehen. Nee, geht nicht. Geht nicht. Wir müssen das Raumschiff rufen. Brauchen einmal etwas. Oh! Sorry. Schließe das Schleppkabel mit X im Flug aus. Was? Ach, wir können Schleppkabel. Das ist ja echt wie bei Star Wars hier. Einmal Schleppkabel. Können wir auch die AT-ATs platt machen. So. Ah. Einige Maschinen enthalten Energie. Verbinde das Schleppkabel mit dem Satelliten durch Drücken im Flug. Dann können wir uns da Energie absaugen oder was. Interesting. Interesting Concept. Wir sind Parasiten quasi. Das Schleppkabel zieht auch die Energie raus. Wie ein Vampir. Wie eine Mücke an einem heißen Sommertag. So. Wollen wir das jetzt komplett leer saugen hier? I think so. Fast forward. Button wird gedrückt. Du hast die gesamte Energie aus dem Satelliten entzogen. Freigeben mit X. Nice. Nice in Stein. Okay. Puh, nun können wir mit der Odyssee zu unserer Heimatwelt beginnen. Machen wir einen Setsprung weg von hier. Odysseus ruft. So, Okili-dokili.
Einführung abgeschlossen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, unabhängig davon reicht das jetzt, glaube ich, für einen ersten Eindruck. Sehr interessantes, süßes Spielchen, was sicher im Multiplayer nochmal zu anderen in andere Galaxien gelangt. Aber sehr kreativ, schön gemacht. 3 Lichtjahre, 4500 Punkte. Kann man sich ja mal einen Blick drauf werfen. Das Spiel ist, wenn ich das richtig sehe, auch schon erschienen auf Steam. Das ist jetzt keine Demo gewesen. In dem Sinne, guckt euch das mal an. Bye, bye.